Gerade, genau, der Felix ist schon mal wieder dabei. Wir waren gerade bei unserer Packstation und wir haben eine Fanpost bekommen und wir haben es schon aufgemacht gerade im Auto und ich war, als ich die Karte schon gesehen habe, so begeistert und deswegen müssen wir jetzt ein Video über dieses Paket drehen. Ich habe die Person in Eschwege getroffen und sie war ein ganz, ganz, ganz kleines, scheues Mädchen und ja, ich wusste nicht oder hätte nie gedacht, dass sie uns ein Paket schickt. Das hat sie jetzt getan und es ist auch von außen total süß mit so Weihnachtsdeko und so. Und genau, ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal aus. Viel Spaß! Also wie gesagt, haben wir das Ganze schon aufgemacht, aber nur aufgemacht und nicht die Geschenke angeguckt, weil die Geschenke sind alle eingepackt. Falls ihr uns auch eine Fanpost schicken wollt, könnt ihr das ganz, ganz unten in der Infobox mal nachschauen. Genau, das müsst ihr einfach so, wie es da steht, untereinander schreiben. Habe ich aber auch alles in der Infobox geschrieben. Ihr könnt Briefe und auch Pakete schicken, das ist egal. Genau, und ich zeige euch jetzt einfach mal, was hier so drin ist. Erstmal dieses ganze, oh Gott. So aus. Also wir haben hier eine Karte, ein Foto aus Eschwege. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf, deswegen werde ich das nicht tun. Auf jeden Fall seht ihr einfach mich mit diesem kleinen Mädchen. Ihre Mama hat von uns ein Foto gemacht. Genau, das ist halt hier, dass ihr das wisst. Ich weiß halt echt nicht, ob ich das zeigen darf. Und hier sind die ganzen Geschenke. Also echt richtig, richtig viele. Und wir haben eine richtig, richtig süße Karte bekommen. Die sieht so aus, auch richtig schön weihnachtlich. Und wenn man sie aufmacht, das ist so ein cooles Bild. Seht ihr das? Also so ein 3D-Bild, genau. Und da steht drinne: Liebe Maggie, wir wünschen dir und Felix frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr. Doris und Julia. Das wünschen wir natürlich auch. Genau, das wünschen wir euch natürlich auch, falls ihr zuschaut. Ich finde das so cool, dass ihr uns ein Paket schickt. Und ich bin echt gerührt, weil ich das echt nicht gedacht habe. Weil man hat sich halt in Eschwege gesehen. Und man hat so viele Leute gesehen und dass man jetzt wirklich noch Pakete von den Leuten bekommt, finde ich halt echt, 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 richtig, richtig cool, oder? Jeden Fall. So, und jetzt willst du es erst auspacken? Wenn ich soll. Das erste ist so ein kleines, schmales Paket, voll süß eingepackt. Und wir haben es gerade meinem Vater erzählt, weil der hat das mit uns abgeholt. Und genau, kannst du dann schon mal Pack schon auspacken. mal aus. Und wir haben ihm das so gezeigt, guck mal, wie liebevoll das eingepackt ist. Und es sind eigentlich wildfremde Menschen, die uns hier Sachen schenken und so. Und er war auch voll begeistert davon. Und? Was nicht so spannend. Oh, das ist aber gut eingepackt. Oh, zeig doch ein Buch, oder? Nee, was ist das? Schokolade Oh, aus Schokolade. Grünberg. Süßer Gruß aus Grünberg. Ach so. Oh, wie cool. Weißt du, die Warte. kommen daher. Muss das einmal auspacken? Mal reingucken. Mach du schon mal weiter in So, das ja, Ding. ich kann nicht weitermachen, ich will es dir zeigen. Du Warte. hast. Mach's nicht kaputt. Nein, 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 nein. Oh, das ist krass. Ist das für Schokolade? Ist das überhaupt eine Schokolade? Ja, steht drauf. Ach so. Feine Zart, bitte Schokolade. Also, das erste, was wir bekommen haben, ist Schokolade aus deren Heimatstadt. Total cool. Also, das freut mich voll, dass wir jetzt auch so einen kleinen Gruß aus Grünberg bekommen haben. So sieht das Ganze da aus in Grünberg. Genau, einfach so Zartbitterschokolade. Ist lecker, mega lecker. Ja? Also Soll mich mal hat ihr damit probieren. glücklich gemacht, ich weiß nicht, du bist, aber ich glaube, die schmeckt Ich auch. mag Schokolade ja nicht so gern, aber ein Stück geht bestimmt gleich zur Serie. Gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall auch schon mal richtig, richtig süß. Ich finde es cool, wenn man verschiedene Sachen in so ein Paket packt. Also nicht nur irgendwas für die Kleinen, sondern halt auch was zum Beispiel mit der Heimatstadt verbunden ist oder was mich irgendwie an euch erinnern lässt oder so. Das finde ich richtig cool. Also wir haben hier übrigens, das sieht jetzt so aus. Wir haben also noch zwei, glaube ich, sind das. Ich weiß es nicht. Und hier haben wir so ein ganz kleines Paket. Auch voll süßes Geschenkpapier. Total süß. Genau, packen wir das mal aus. Boah, alles richtig, richtig gut eingepackt. Ist bestimmt voll, voll viel Liebe drin, wie es hier drauf steht. Leckerlis für unsere Katzen. Das meine ich, genau das meine ich. Dass man halt einfach Sachen schickt, die wirklich nicht nur für die Kleinen sind, was ich halt gerade schon gesagt habe, sondern wirklich
jetzt weiß ich ganz genau, dass diese Person mich kennt. Und das finde ich halt so einfach richtig krass, oder? Das ist toll, Ich das meine, stimmt. die muss mich wirklich kennen und die muss wirklich viele meine Videos schauen. Und das finde ich einfach, ich finde das so süß. Und diese Knusperkissen lieben unsere Katzen. So, willst du das nächste auspacken? Ich packe das letzte aus. Okay. Das ist, glaube ich, Haribo. Das merkt man schon. Oder was für Felix? Das wäre auch cool, ja. Oh, das ist recht krass. Also, mein Hund kam auch nicht zu kurz. Richtig leckere Leckerlis. Mit Vitaminen, das ist ganz wichtig. Mein Hund liebt alle Leckerlis. Es ist also völlig egal, was du ihm kaufst. Und er wird das alles lieben. Also auch, ich brauche das so gar nicht mehr sagen. Ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Paket. So, Leute, das ist das letzte Paket. Wer ist, du Tada. bist dran, ne? Was? Ja, ich Oh. bin da. Das ist komisch, aber es ist voll ein schönes Geschenkpapier. Und es ist nicht so mal so einfaches Geschenkpapier, was man sonst immer sieht, sondern so richtig Ich finde ja, diese, spektakuläres. ich find ja dieses Geschenkpapier auch so toll. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, es sieht jetzt so plastisch aus, aber es sieht halt irgendwie total, ja, total cool aus, so total. Nicht wie Geschenkpapier. Geht es auch nicht. Das ist so richtig, richtig cool. Ich will das gar nicht auch kaputt machen. Unbedingt für Mel haben. Ja. Ja, ich will es unbedingt für Mel haben. Oh mein Gott, das ist so sweet. Und Mel hat auch kein Das ist Weihnachtsoutfit. perfekt. Perfekt. Leute, ich bin so in love. Ist das nicht so unglaublich süß? Ich wollte genau diesen Strampler für Mel haben. Weil ihr steht einfach rot, unfassbar gut und sie hat noch kein Weihnachtsoutfit und jetzt haben wir so ein richtig cooles Weihnachtsoutfit für sie. Voll süß, also ein Strampler in Größe 50 von C&A, glaube ich, ja, C&A. Richtig süß. Oh, ich bin so verliebt. Mit Sternchen. Da wird meine Schwester neidisch sein. Oh, das ist sogar ein Body. Kein Pullover drunter, sondern ein Body. Kann ich euch mal zeigen, richtig cool. Das heißt, sie kann den roten Body. Sie hat noch keinen roten Body, das ist richtig, richtig cool. Weil rot steht ihr echt total gut. Ein roter Body. Sieht jetzt bei dem Licht so ein bisschen, es ist dunkler an. Ja, es ist halt so ein typisches Weihnachtsrot, ne? Einfach so ein Rot. Also echt voll süß, weil diesen Strampler wollten wir wirklich für Mel haben. Und ich bin am Montag auch noch dran vorbeigelaufen, wollte ihn noch mitnehmen. Zum Glück habe ich es nicht getan. So, mein Lieben, das war's auch schon. Der Felix ist gerade abgehauen und macht Lärm im Hintergrund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sag der Doris und der Julia nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank und Felix auch. Gerne. Wofür? Du sollst denen Danke sagen. Ach so, ja, danke. Ja, ich hoffe, ihr guckt das Video, weil ich finde es echt super, super cool von euch. Und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mich zu kontaktieren, dann macht das auf jeden Fall. Ich würde einfach nur mal gerne irgendwie Danke sagen können. Und das durch ein Video jetzt ist zwar halt auch nett, glaube ich, aber ich würde es gerne einfach ein bisschen persönlicher machen an euch. Genau, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ich das so gezeigt habe. Ich bin auf jeden Fall mit allen Sachen super glücklich. Ihr habt einfach von A bis Z ins Schwarze getroffen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!